Hallo, liebe Leute da draußen und willkommen zu Minecraft Against mit mir, dem Andy und dem Timo. Ja, und dem Timo. Ich darf euch auch herzlich begrüßen, aus meiner Sicht. Und ja, also wieder aus beiden Sichten, aus Andys Sicht und aus meiner Sicht. Wow, was gehen hier ab? Hier, wie ihr sehen könnt, ich bin mal eben hier auf dem Server gejoint. Wie ihr hier sehen könnt, hat es hier Bumm gemacht mit so einem Creeper-Line hier. Oh, ich guck mal, aber ich habe nicht genug Erde dabei, um das auszubessern. Wo waren wir denn stehen geblieben? Das letzte Mal, dass wir hier so gespielt haben, ist schon eine Weile her, oder? Auf jeden Fall ist jetzt schon ein Tier draußen. Und ich weiß, da kann man Zuckertorten machen. Nicht Zuckertorten, sondern Kürbistorten machen. Ja, da gibt's auch Hexen und Moorrüben und Schweine, auf denen man reiten kann und noch mehr Kürbisse. Kürbisse und Eier haben jetzt einen größeren Sinn. Und Zucker auch. Deswegen ernte ich hier gerade Zuckerrohr ab. Kürbisse können schon demnächst auch ernten. Wir haben echt schon eine Weile nicht mehr aufgenommen und hier so gespielt, muss man echt mal sagen. Ich habe eine Frage an Jas. Wenn ich jetzt beim Fraps, während der Aufnahme hier F12 drücke, wird die Zahl in die Ecke kommen. Sieht man das eigentlich bei der Aufnahme? Ich glaube nicht. Aber verlasse ich dich 100% da drauf. Da hinten, da habe ich ja ein schönes Kunstwerk gebaut, sehe ich gerade. Errungenschaft erzielt, dreimal auf Holz geklopft. Was ist da dran? Ja, das ist irgendwie immer, wenn du Minecraft neu installierst, dann ist das keine Ahnung. Ich habe Minecraft nicht neu installiert, ich habe nur das Update gemacht. Bug Update ist keine Ahnung. Der Anal Andi, das ist jetzt hier. Irgendwie ist das gerade so ein Scheißgeräusch da in der Ecke. Ich glaube, ich werde jetzt mal alle Hühner abschlachten müssen. Was sagst du dazu, Timo? Das ist aber nicht gut. Moment, was hab ich denn alles im Inneren? Ui, das ist aber ganz schön. Erstmal nach Hause abliefern. Bei mir ruckelt das aber gerade, ist echt nicht schön. Wo waren wir denn stehen, mit dem ich das weiß nur noch, dass ich zuletzt den Anal angebaut habe und dann wollte ich. Ihr wollt die Mauer eigentlich bauen. Ja. Schlacht ihr gerade die ganzen Hühner ab. Weil hier ist ein nerviges Geräusch. Was für ein nerviges Geräusch? Die ganze Zeit so klick, 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 Geräusch. So, von den Hühnern ausgehend, oder? Ja. Ja, das ist nervig. Ich hab dir auch gesagt, Zügen sind nicht. Kann einfach nicht gut sein. Alter, ich habe jetzt gerade überhaupt Übersicht in meinen Kisten. Ist echt schlimm. Verdammt, Baum dran. Alter! Was macht ihr die ganze Zeit dieses Geräusch? Langsam sind es doch gar nicht mehr so viele Hühner. Mein Finger tut schon weh vom ganzen Mausgeklicke hier. Wollt ihr mich verarschen? Wo kommt das Geräusch denn hier? Saturn da daneben, falsch Knöpfe. Ah, ich hatte ein bisschen Holz gesammelt, stimmt. Ach stimmt, da hinten wollte ich was weiter bauen. Oh, ich bin Level 19, jetzt allein schon durch die ganzen Hühnertüte. Oho. Aber ich war vorher auch schon Level, aber ich weiß nicht, genau welches. Ach, ich habe mal hier ein Buch mit Feder gemacht und da wollte ich irgendwie den Vertrag von Andy und Ding irgendwie schreiben. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Vertrag das sein sollte. Ich weiß gar nichts an dem Vertrag, das hast du wohl im Geheimen gemacht. Hatte ich glaube ich schon erwähnt, aber ja. Ach, die kommen da unten. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich würde mal sagen, hier als nächstes ein Dorf suchen. Und zwar gibt es dort Karotten und Kartoffeln. Und will ich dann halt auch erstmal haben, bei mir einfügen können in meine Bauerngesellschaft. Deine Bauerngesellschaft? Ja, wir sind doch hier
Polyagratisten. So nenne ich das jetzt einfach mal. Interessanter Name. Oh, ich muss jetzt. Es tut in der Seele weh, hier alle Hühner abzuschlachten. Oh, du Armer. Killst du wirklich alle oder nur? Ja, alle. Alle? Jedes einzelne? Ja. Nein, an die tut das auch nicht. Auch wusste ich leider. Hier ist die ganze Zeit so ein komisches Klickgeräusch. Das nervt. Das will ich den Zuschauern nicht antun und mir ist recht nicht. Was ich nicht, womit ich natürlich nicht sagen will, dass also jetzt ich, also egal. Wir wollen es den Zuschauern nicht antun und mir auch nicht. Egoist. Nur weil du keine Lust drauf hast. So, wollen doch. Mal sehen. So. Wieder. Alles tot und das Klickgeräusch ist weg. Ja, aber das Klickgeräusch muss auch da bleiben. Du kannst nicht einfach das Klickgeräusch zerstören. Es ist, als würdest du eine Gesellschaft, eine komplette Community, würdest du einfach so BAM in die Luft sprengen. Ja. Ja. Ich jag eine komplette Community in die Luft. Wort habe ich aber auch noch nicht gehört. Haha, das wirst du aber bald hören. So, ich tue jetzt erstmal die Eier hier unten alle ins Inventar, damit ich da gleich richtig Bombenangriff machen kann. Danke schön. Richtig Artillerie. So, erstmal jetzt hier. Okay, aus 16 Eiern kein einziges Huhn. Ich aus 32 Eiern habe ich ein Huhn gewonnen. Oh. Warte. Das war eine schlechte Ausbeute. So, ich habe mich gerade gemutet. Ah, ganz kurz, weil. Ah, ich musste niesen. So, lass mal schlafen gehen. Let it go sleeping, let's go sleeping. Ja, dafür wäre ich. Und dann breche ich auf in ein neues Dorf. In ein neues Dorf. Um deinen Industriekapitalismus weiter auszuleben und die Dorfbewohner auszubeuten. Verstehe ich das richtig? Timo? Fast. Fast? Also verstehe ich es richtig. Was willst du damit jetzt sagen? Ich hab mir das jetzt nur gemerkt, weil ich will ja jetzt hier. Oh fuck, einer mehr. Hätte ich mal schön. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, weil ich will da weggehen, ein bisschen ja, wow, auf Reise gehen. Ja. Damit ich halt den Weg zurück will, später. Ich bin halt hier, alter, ich bin halt hier vorbereitet und stimme mich einfach so wild los. Ach du Scheiße. Was ist das? Was war das gerade? Was war das? Habt ihr das auch gehört? Von was redest du? Das war gerade so ein mega krankes Geräusch. So. Ja, weil ich habe gerade Enderman gehört und ich glaube, das war irgendwie das neue Verreckgeräusch vom Enderman. Ohne Mist, Timo, ich höre mich wieder bei dir, das ist echt. Das ist impossible. Nein! Das ist nicht impossible, ich höre mich hier. Du Scheiß, gerade wieder alles in die Luft gejagt. Ach komm, Timo. Oh, die Creeper sind einsame Seelen, die irgendwie auch mal im Leben irgendwie, was weiß ich, die sehen keinen Sinn mehr im Leben. Ey, wehe, meine Kühe hauen jetzt. Den ganzen Zaun gesprengt. Ich habe den ganzen Zaun weggesprengt. Nein, bleib hier, Hühner. Oh, jetzt fehlt mir ein Zaunstück. Timo, ich glaube, ich kann erstmal den Mauerbau kurzzeitig unterbrechen, oder? Das ist ein Rohrbau. Mauerbau. Mauer. Alter, was ist. Ich höre ja gerade. Slime? Slime? Ich habe gesagt Mauerbau. Dann ist das ein Slime, was ich hier gerade höre? Ich weiß doch nicht, was du meine Ohren nehme. Ja, was hörst du denn? Ich glaube, ich höre einen Slime. Einen Slime? Tatsächlich. Das ist ein riesiger Slime in meiner Neta-Farm. Ja, ist doch nice. In meiner Neta-Warze. Ach, Timo, ohne Witz, ich höre mich bei dir, das ist grauenhaft.
Mensch. Ich kann mich nur so. Einen Moment bitte. Ich höre bei mir immer nur noch so ein letztes Echo. Also nicht genau den Satz, den ich gesagt habe, aber noch so ein leichtes, ächzendes Echo. Einen kleinen Moment. When you understand what I mean. So, jetzt hier eine Schleimbälle eingesammelt. Geil. 9 Slimebälle habe ich jetzt bekommen. Der ist einfach so gespawnt. Der hat so nice. Das. Ich verstehe nicht, warum hörst du es überhaupt über den Boxen? Ich nicht investieren. Ja, weil ich keinen Bock habe, immer Headset aufsetzen zu müssen. Wie, du hast das Headset gar nicht aufgesetzt? Ja. Wie kommunizierst du dann mit mir? Ich hab's um meinen Hals und rede dann mit dir. Achso. Ist das so schwer zu sehen? Oder? Nein, ich kann es mir vorstellen. Ich hab's mir vorgestellt. Gunpowder kann auch noch da hin. What the fuck, wieso ist die Blumen? Wieso sind ja Blumen? Blumen? So, jetzt muss ich mich mal kurz wieder hochdirten. Ich muss denn irgendwas Konstruktives zu sagen. Konstruktives zu sagen, ja. Also, es war ja schon lange her, dass wir mal damit die Gänzaufnahme gemacht haben. Und was gibt's denn jetzt? Ah, genau, den Withered. Wir hatten ja eigentlich vor, jetzt erstmal einen Enderdrach zu besiegen. Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, wir wollten doch auch mal den Enderdrachen besiegen, ist doch klar. Und ja, diesmal den Wither könnten wir mal auch irgendwann mal besiegen. Ja, vielleicht gar nicht mal so schlechte Idee. Was ist denn Wither? Dieses Wither-Vieh, das mega rumspackt und einfach granatenbombige, atomnukleare Sachen wirft. Das kenne ich gar nicht. Nicht? Ist das neu? Ja, das ist. Nether geht ein neues Wither. Ach, Nether? Ja, wenn du in den Nether gehst, so Wither-Skelette, und wenn du gegen die kämpfst, dann droppen die halt manchmal dann droppen die halt immer so komische Wither-Köpfe. Wenn du dann Soul Sand nimmst und da diese 3 Wither-Köpfe draufsetzt, dann kommt halt so ein Wither. So ein Riesen-Wither. Der spawnt halt die ganze Erde zu Klump. Also quasi ein Endgegner aus dem Nether. Was? Quasi ein Endgegner aus dem Nether. Oder? Ja. Du kannst ihn halt selber beschwören, wo du bist. Du musst ihn halt nicht mehr da bekämpfen. Ach so. Also man kann ihn auch in der normalen Welt beschwören. Perfekt. War auf der Suche nach einem Dorf. Auf der Suche nach Kappeln, nach Karotten, sonstigen Schätzen. Ich bin der Jäger. Ja, was Rare gibt's denn noch so Neues zu sagen? Was noch so Neues ist ja auch, dass Black Ops 2 erschienen ist, oder Timo? Im Moment, ich habe gerade ein paar. Ist ja auch so eine Neuigkeit, so aus dem neuesten Neuen. Okay, bin wieder da. Ja, Black Ops 2. Dazu habe ich vor, auch noch ein paar Videos rauszubringen. Habe ich mal irgendwie getestet, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Aber ich denke mal, jetzt sollte das wieder klappen. Der Timo ist ja auch ein Ultras, der Skiller, und wenn ihr den erstmal seht, boah, da könnt ihr so andere Spieler in die Tonne topfen. Also, ja, Timo, also ich würde einfach sagen, ganz deine 50er KD bei dem einen Spiel da, die war schon ein bisschen. Was? 50er KD? Willst du jetzt hier. Da, wo du 102 gespielt hast. Achso, ja, wo ich 102 zu 4 war. Nee, das war 102. Also, du hast 100 Kills gemacht, das war bei Slums. Weiß nicht mehr. Achso. Oh ja, stimmt, das da war die durch, ganze Zeit Spawn-Trapping gemacht. Ich dreimal Schwarm hatte. Ja, der Timo steht ultra auf den Schwarm, aber der ist auch echt scheiße. Was du ja, spielst nee, ja meist. Jetzt kommen so tausende Hunter-Killer-Drohnen und dann. Sagen wir, ich würde als schlechteren Normalspieler bezeichnen. Also ich momentan 1,8er KD, das ist jetzt nicht dolle. Und ja.
Einfach nur kein Noob, kein Mega Noob, einfach nur ein. Aber ich kann meine Badness damit ja auch begründen, dass es mein allererstes COD ist und deshalb. Aber der Timo hatte ja schon Black Ops 1, deshalb ist das irgendwie. Ja, das war aber für die Xbox und nicht für den PC. Ich habe jetzt auch echt überhaupt keine Gamer-Maus, also meine Maus, daran liegt es jetzt auch nicht. Einfach ja, nur, das ist auch immer eine Möglichkeit, alles auf die Technik abschieben. Also das mit den Messern, das ist aber wirklich so eine Sache, da würde eine Gamer-Maus wirklich extrem helfen. So als also ich habe Messern einfach auf Rollen gelegt. Ja, das habe ich ja nach einer Zeit auch gemacht, trotzdem. Dann, wenn du dann willst, dann kannst du ja nicht mehr schießen. Also klar kannst du sowieso, aber ja, ist trotzdem ein bisschen umständlich irgendwie. Ja, aber wenn man es dann auf Rollen hat, geht's eigentlich. Ich will jetzt hier andauernd Minecraft mit Shift sprinten, weil ich das in Call of Duty mal so mache. Kann man überhaupt mit Doppel-W sprinten in COD? Nein, ich wollte jetzt gerade in Minecraft mit Shift sprinten, obwohl man das ja mit Doppel-W macht, weil das in Call of Duty man mit Shift sprintet. Ja, aber vielleicht kann man ja in vielleicht ist es jetzt auch möglich, weiß ich ja nicht, dass man ja, vielleicht ist es ja auch möglich. Oh, so. Ja. Oh, da aber fehlt irgendwie noch was. Was? Ich habe mich gerade schon wieder bei dir gehört. Ich habe so ein Echo von bei dir, von mir gehört, wie ich so gesagt habe, da fehlt noch was. Kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Beste Lüge von dir wieder mal. Ach, Timo. Andreas? Ja. Lass mal kurz eine Aufnahme machen. Eine Aufnahme machen? Wir machen schon eine Aufnahme. Aufnahmepause, okay. Achso, da musst du aber 3, 2, 1 runterziehen. Ja. Ne? 3, 2, 1.